Geil, Mann! Oskar Schweinsachs. Timmy! Was war das? Du kennst. Das bin ich. Nein, geht gar nicht. Das war schon immer mein riesiger Traum. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch mal wieder gut. Freut mich, dass die letzten Videos bei euch so gut ankamen. Wenn ihr auf dem Kanal noch kein Abo dagelassen habt, ganz viele gucken die Videos immer nur an, Digga. Und lassen aber kein Abo da, dann macht das doch gerne, Digga. Wäre einfach ehrenhaft, dass du zumindest innerhalb der nächsten 365 Tage bis zum nächsten Jahr, im Jahr 2021, die 10.000 Abonnenten knacken. Das sollte, glaube ich, machbar sein, oder? Wir gönnen uns ein Video vom lieben Sascha Huber. Und zwar war die Ehrenpflaume bei ihm am Start. Sascha Huber trainiert Ehrenpflaume. Kai Pflaume wird zerstört. Das Witzige ist, Kai Pflaume habe ich persönlich schon kennengelernt. Also ich komme aus Oberhaching. Das ist ein Nachbarort von Grünwald im Süden von München. Und in Grünwald lebt oder lebte Kai Pflaume. Und bin damals Mountainbike gefahren. Im Bikepark bei uns. Und Kai Pflaume, sein Sohn, glaube ich, war das oder so. Der ist da auch gefahren. Und Kai Pflaume hat immer gern Fotos gemacht mit einer Kamera. Hat mich dann da auch fotografiert. Wir haben so gequatscht ein bisschen. Ich war und so auf einer Eislauffläche. Habe ihn da auch gesehen dann. Ich glaube, er hat mich sogar irgendwie erkannt und nochmal gequatscht und so. Wir haben uns dann ein paar Mal, dreimal oder so irgendwie getroffen und geredet. Ja. Daher kenne ich Kai Pflaume. Sehr netter Kerl. Er ist in echt viel größer, als er auf Videos ausschaut. Also er ist ziemlich groß. Ich bin ca. 1,87. Ich schätze mal, er ist 1,95 oder sowas. Und der Kai Pflaume ist als Ehrenpflaume unterwegs und war bei Sascha Huber. Da gibt es auch ein Video auf Kai Pflaumes Kanal. Aber das gönnen wir uns heute nicht, sondern Sascha Huber trainiert die Ehrenpflaume. Das ist, glaube ich, auch ein neues Format, was Sascha Huber jetzt beginnen möchte. Und er stellt ihm dabei ein paar Fragen. Ich bin mal extrem gespannt, was da für Fragen kommen. Und ich würde sagen, wir gönnen uns das Video. Jo, Freunde, wie geht's euch? Ich hoffe, gut. Hallo und herzlich willkommen in einem neuen Video von mir. Freut mich schon mal kurz. Sollte man Kai schon wieder sehen? Ist ganz egal. Das ist also spannender. Ja. Ja, stimmt. Ja. Und zwar heute habe ich Besuch. Digga, der Moment, ja. Stimmt, ja. Achso. Ja, Freunde, wie geht's euch? Gut, hallo und herzlich willkommen in einem neuen Video von mir. Und zwar heute habe ich Besuch bekommen, nämlich hat sich Kai Pflaume alias Ehrenpflaume zu mir ins Dorf gewagt und stellt sich heute einem, ich sag mal so, nicht so leichten Workout. Hallo Kai. Hey. Dezenter Oberarmunterschied zwischen Kai Pflaume und ihm. Ich habe das Video von Kai Pflaume gesehen über Sascha Huber, weil mich das interessiert hat, weil Sascha Huber von seinem privaten Leben ziemlich wenig preisgibt und eine Sache wurde da beantwortet, die fand ich sehr interessant, warum Sascha Huber keine Kooperation mit anderen YouTubern macht. Wisst ihr, woran das liegt? Er meinte selber, er ist sich so ein bisschen unsicher bei Kooperation mit anderen Leuten und sowas und ja, er weiß nicht, wie er so bei der Kamera von jemand anders reden soll etc. So wirkt er das, so kam das zumindest rüber. Jetzt macht er eine Kooperation, ich glaube, wird in Zukunft auch mehrere machen, bin mal sehr gespannt. Sascha, wenn du das siehst, ich würde mich sehr freuen, dich kennenzulernen. Komisch, irgendwie ist jetzt nochmal zu begrüßen. Egal. Ich bin sehr gespannt. Ja? Ich habe ja schon viel gesehen, viel gehört. Ich weiß ja nicht, ob du das weißt, aber... die Natur ist so gemein. Das ist schön. Ah. Guck, das habe ich als Oberschenkel, was du als Oberarm hast. Ja? Ach komm, du bist ja auch eine richtige Maschine. Wir sind hier in einer Folterkammer und es erwartet dich jetzt... ich sag mal so, die komplette Zerstörung nach allen Regeln der Kunst. Mhm. Das ist dir bewusst, oder? Ja, ich bin sehr gespannt. Na gut, nicht, dass es dann Körperverletzungsklagen oder Körperzerfetzungsklagen dann hagelt, weil du morgen nicht mehr gehen kannst oder so. Lass das mal aufwärmen. Ja, wir werden jetzt so... Man darf nicht vergessen, also Kai Pflaume ist wirklich fit. Der kann richtig krass laufen und ist auch extrem sportlich, sieht man auch in der Statur. Sascha Huber ist halt viel mehr auf Masse, aber der hat auch eine sehr, sehr gute Kondition für die Masse. Uns mal aufwärmen, das ist das Erste. Und während dem Aufwärmen werde ich dir schon die eine oder andere Frage stellen, die ihr auf Instagram... eben rausgeballert habt, was ihr immer schon Kai Pflaume, also Ehrenpflaume, fragen wolltet. Schauen wir mal, was da auf dich zukommt. Aber vorausgesetzt, wir haben noch ein bisschen Luft zum Atmen. Ja, schon klar. Ja, mal schauen. Gut, start einfach mit lockerem Laufen, Arme kreisen, um einfach alles mal schön warm zu machen. Wenn wir jetzt noch ein bisschen Musik hätten, wäre es fast Zumba. Ich wusste gar nicht, dass du jetzt auch Aerobic-Kurse machst. Da flamet er ihn gleich hier, Vollgas. Romantisch. Den nächsten Teil seht ihr dann auf einer anderen Plattform. Rip hätte ich auch gesagt. Also gut, Burpees, wir starten los in 3, 2, 1, los. Oh und Gott, die größte Drecksübung, die es gibt. Liegestütz, hoch und Sprung. Let's go Kai, runter, Liegestütz und nach oben, einmal noch. Liegestütz und zurück. Sieht das so geil? Ich würde gerne mal wissen, welches Workout die da jetzt von ihm machen. Ist das irgendeins, was er hochgeladen hat? Weil ich habe ja 24 Sascha Huber Workouts gemacht. Höchstwahrscheinlich habe ich da auch das Workout gemacht, was sie dann wahrscheinlich machen würden und könnte sagen, wie anstrengend das ist. Aber ich schätze mal, die werden so eine halbe Stunde machen, vielleicht eine halbe Stunde HIT oder sowas. Ist anstrengend, aber auf jeden Fall machbar. Und er kommt hoch.
Ehrenflamme runter. Ehrenflamme hoch. Ehrenflamme runter. Einmal noch runter. Einmal noch runter. Runter, runter. Kurz halten, kurz halten. Und hoch. Gib ihm. Hoch. Hoch. Jetzt Ehrenflamme. Messing, messing, messing. Messing with the mall. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Messing with the mall. Yeah, yeah. All about that manifesting. Knowing that you're... Okay, jetzt kommen wir zu den ersten Fragen. Und locker laufen. Und locker laufen. Du siehst schon mein Defizit. Ich bin wesentlich besser bei allem, was aus den Beinen kommt. Interessant, ja? Da wissen wir schon, was wir jetzt machen. Keine Beinübungen mehr. Und wir starten auch mit der ersten Frage, nämlich Kai. Was denkst du, war der Grund, wie du so erfolgreich geworden bist? Ein Grund. Hat er nicht auch Kai Pflaume beim Bayerischen Rundfunk angefangen, so wie Günter Jauch und Thomas Gottschalk, oder war das woanders? Ich bin einfach so, wie ich bin. Schöne Aussage. Und? Und runter. Als wäre das so eine Bestrafung. Schöne Aussage. Und runter. Nochmal 10 Liegestütze. Unten halten. Das ist so, als habe ich jetzt eine Strafe für die Antwort. Ja, genau. Was mich die meisten gefragt haben, war, was waren die besten Pflaume-Witze, die du gehört hast? Oh, die besten Pflaume-Witze. Oh shit, Alter. Also ich glaube, ohne dass ich jetzt hier irgendwie wieder irgendwie meinen Humor habe, man benutzt das Wort Pflaume auch für, besonders jetzt abgesehen von dem Obst, für was anderes. Dann wären es hauptsächlich wahrscheinlich perverse Witze. Ja. Ich sag immer, so wie der eine heißt, sieht der andere aus. Krass, wie eine Pflaume. Ist das heute absolut exklusiver Content, weil die werden sagen, ich habe Sascha Huber noch nie mit einem Shirt trainieren sehen. Das geht dann gleich weg. Ja, das machen wir anders. Wir machen einen Cliffhanger. Am Ende meines Videos werden wir... Da posen die beiden. Also, so, mach mal. Nur oben rum, Kai. Wir wollen ja auch unsere Stärken präsentieren, oder? Ja. Ja, sehr sauber. Super, Kai. Geht's noch? Ja. Geht noch. Lieber Kai, bist du bereit für die nächste Frage? Ich bin bereit. Alles klar. Dann, was war dein peinlichster Moment im Fernsehen oder im Leben? Oh, um Gottes Willen. Also peinlichster Moment im Fernsehen könnte ich mir vorstellen. Kennt ihr das, wenn ihr so einen richtigen Blackout habt und einfach gar nicht mehr wisst, was ist? Ich hatte das ein einziges Mal in meinem Leben bei einem Referat in der 5. Klasse. Stand ich vorne und ich weiß nicht, was los war. Ich konnte einfach nichts mehr sagen, Digga. Ich hatte damals auch wirklich so richtig so Prüfungsangst und hab so gezittert und alles und hatte dann teilweise so ein komplettes Blackout, dass ich gar nichts mehr wusste. Und so hatte ich das bei dem Referat auch mal. Das war so, wenn das jetzt im TV passiert, könnte ich mir das als ultra peinlich vorstellen. Vor allen Dingen als Moderator, Alter. Aber das passiert dir meistens nicht, aber das wäre schon anders peinlich und im Leben. Oh mein Gott, ja, Digga. Oh mein Gott. Also eine extrem peinliche Sache, Digga. Ich weiß gar nicht, ob man das sagen kann, was mir mal passiert ist. Digga, wenn das meine ehemalige Nachbarin sieht, liebe Grüße gehen an dich raus. Sie hat mal, ich weiß gar nicht, wie zum Geier das eigentlich dazu kam. Die waren irgendwie bei mir damals als Freundinnen daheim in meinem Zimmer und da lag eine Unterhose von mir rum, so eine Boxershort und da war ich noch voll jung, keine Ahnung, 12 oder so. Ich weiß es nicht mehr. Und dann haben die Boxershort mitgenommen und aus irgendeinem Grund, also das kann ich wirklich sagen, das ist bei mir nicht die Regel, gab es da halt so auf der Rückseite der Unterhose, sage ich mal, ja, wenn du mit dem Fuß in Sand trittst, hast du einen Fußabdruck. Wenn du den Arsch an der Hose hast, an der Unterhose, hast du einen anderen Abdruck. Sagen wir es einfach mal so. Und die hat die Unterhose mitgenommen und dann hat die, ich weiß gar nicht, warum die das mitgenommen hat eigentlich. Die hat die irgendwie gebraucht oder irgendwas und dann hat die mir das danach geschrieben. Digga, das war so unangenehm. Das war schon wirklich gar nicht cool. Geschichte mit einer jungen Frau in Magdeburg, wo ich studiert habe, die ich sehr, sehr nett fand. Die ich sehr gerne für mich erobert hätte. Und da habe ich was ganz Besonderes arrangiert. Ich habe ein ganzes Kino für uns gemietet. Ich habe alle Karten für eine Vorstellung aufgekauft. Und es lief jenseits von Afrika. Und am Ende, sie war beeindruckt, hat sie gesagt, naja, ich finde dich ja ganz nett, aber mehr ist nicht. Na! Viele Grüße, falls sie zuschaut. Ja, aber das ist doch nicht peinlich, Alter. Das sieht ja niemand. Du kaufst halt das Ding und dann... Alter, das ist auch circa der andere Flex. So, yo, ich kaufe einfach mal das ganze Kino. Läuft. F an Kai, Digga. Absolut. Kai, könntest du bitte mal singen? Du kannst anscheinend echt gut. Singen? Ja. Singen? Was soll ich singen? Atemlos durch die Nacht. Naja. Großes Kino. Immer noch besser, als ich wahrscheinlich singen würde. Scheiße, ich kann ein Lied, ich kann das Lied nicht mehr. Alles klar, dann geht's. Und runter wieder. Und hoch! Und locker noch! Yes! Sehr sauber! So, Kai kämpft! Wie viele Liegestütze schaffst du in 30 Sekunden?
und Sascha mit Paulina auf den Rücken. Oha, ich schaffe wahrscheinlich um die 30 am Stück. Schönster Joke von allen, wenn ein Junge fragt, wie schwer bist du? Und sie so, okay, nur die ersten drei Zahlen. Einfach am besten gar nicht fragen, wie viel die Frau wiegt. Ist auch scheißegal, Digga. Gewicht ist wirklich das Letzte, was zählt, Digga. Muskeln wiegen viel mehr als Fett und selbst wenn, es ist wirklich, also Gewicht sagt nichts aus. 2, 1, los! Das hat er vielleicht am Anfang machen sollen, nicht erst am Ende. Nicht jammern hier. Gib ihm. Was denkt sich eigentlich Paulina da gerade? Was? Er ist so ein Tier. Aber stark, Mann. Ich sag mal Sophia fragen, ob ich sie drücken kann. Frag mal Sophia. Okay, Freunde. Nein, Sophia ist raus. Die chillt gerade im absoluten Obergönner-Chiller-Modus. Im Bett, im Schlafanzug und hat keinen Bock. Weiter! Boah, jetzt wird's schwer. Ja, Mann. Gut. So, wir haben nichts zu verschenken. Jetzt geht weiter. Was ich übrigens interessant zu erfahren fand, war, dass Paulina und Sascha sich über Tinder kennengelernt haben. Genauso wie Sophia und ich. Also mittlerweile lernt sich gefühlt echt, er lernt sich einige Leute über Tinder kennen. Das ist nichts Falsches mehr. Sehr wenig, aber ein Fiese. Ich muss erstmal wieder Luft kriegen. Ja. Jetzt muss ich mal Luft kriegen. Mann, nur wegen so ein paar Liegestütze. Ne? Lächerlich. Aber du hast natürlich auch eine extrem fitte Community. Wenn die immer deine Videos die ganze Zeit schauen und das mitmachen. Ja, während die sich alle totlachen über mich. Die sind echt Maschinen, aber du hältst mega gut mit. Man muss auch sagen, Sascha Huber ist auch die andere Maschine, was seine Workouts angeht. Ich habe die auch gemacht, vor allem die App-Workouts. Bruder, der macht das und dem läuft nicht mal eine Schweißperle runter. Also gerade die Bauch-Workouts von ihm sind, die sind wirklich gestört. Die Bauch-Workouts sind die besten von ihm, das muss man wirklich sagen. Da, nach sich keiner tut, ich sag's dir, geil. Und locker laufen. Das ist sehr exklusiv, ich schwitze gerade ein bisschen. Also die Heizung ist auch auf 5 gestellt. Am Ende bin ich dann nur noch eine Trockenpflaume. Ja. Bist du noch überhaupt? Das ist, wie die Paulina gelacht hat, jetzt verstanden, Digga. Nervös, wenn du im Fernsehen auftrittst? Nervös bin ich nicht. Nee, ich bin immer gespannt und vor der Sendung sehr konzentriert, ja? Weil ich mich wirklich auf das freue, was dann passiert, wenn ich rausgehe und die ganzen Kameras da sind. Weißt du, dafür haben wir ja dann alle lange gearbeitet. Und insofern sage ich immer, das ist der Moment, den man wirklich genießen muss. Aber ich hatte nie Lampenfieber. Und ich glaube, Lampenfieber hat man entweder immer oder man hat es nie. Krass, ich würde jetzt gerne mal umgekehrt wissen, ob es eigentlich überhaupt Moderatoren in Deutschland gibt, die Lampenfieber dann haben. Wenn er sagt, man hat es immer oder nie, weil du stehst da vor gefühlt mehreren Millionen Menschen. Wenn du einen Fehler machst, wenn das live ist, dann sehen das alle. Ich wäre schon aufgeregt, glaube ich. Bei mir ist das so, wenn ich richtig aufgeregt bin, fange ich immer noch so ein bisschen an zu zittern an den Händen. Das ist nicht so nice. Du hast immer so einen Kontakt. Zum Regisseur mit im Ohr, oder was ist da eigentlich? Nee. Ihr habt ja immer so einen Kopfhörer drin, oder? Ich habe weder einen Kopfhörer, also weder ein Ohr. Ich habe keinen Teleprompter. Ich habe keine Texte auf Karten. Gar nichts! Krass. Komplett frei. Also nur, wenn ich Regeln... Würde ich auch so machen. Am Ende, finde ich, verrennt man sich noch viel krasser. Dann liest du irgendwas, hast einmal was nicht gelesen, so habe ich das auch bei Referaten immer gemacht. Ich habe das mir nie irgendwas aufgeschrieben, also wirklich nur im Notfall. Und sonst einfach komplett frei geredet, weil ich laber das einfach so, wie ich Bock drauf habe. Wenn du dich dann einmal verrennst, dann weißt du nicht mehr, wo du auf der Liste bist und dann kommst du komplett raus. Was auf Farbe, weil die müssen ja ganz genau verlesen werden. Alles andere ist komplett frei. Bruder! Ein letzter noch! Er hat gar keinen Bock mehr. Moment! Hoch! Und Jump it! Jump it! Beast Mode! Yes! Jump it! Das nenne ich Motivation und Dedication hier. Geil! Kannst du vom Fernsehen gut leben? Absolut. Bist zufrieden? Wie viel wird Kai Pflaume verdienen? Ich weiß, dass Kai Pflaume, glaube ich, einen RS6 oder einen RS7 fährt. Also, wer die Frage gestellt hat, Kai Pflaume als deutscher Moderator, kannst du super davon leben. Also, da verdienst du sehr gutes Geld auf jeden Fall. Puh, keine Ahnung, was das sein wird, ganz genau. Aber sagen wir mal, es wird bestimmt jenseits der 30 netto im Monat sein. Locker. Locker mit Werbedeals, 50 netto, 60 netto, vielleicht sogar 100 netto, keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gutes Geld. Ja, deswegen mache ich ja YouTube nur aus Spaß. Und man erkennt dir auch an, dass du glücklich bist, Kai. Ja. Man sieht es dir an, aber trotzdem muss man dich noch ein bisschen zerstören. Mhm. Ein bisschen weiter geht's noch. Also. Core anspannen hier,
schöne Spannung haben. Kai Pflaumer hat mit Adidas eine Kooperation. Ich glaube, so ein Sponsoring. Ich folge ihm auf Instagram und er postet immer Sachen so mit Adidas. Er hat auch auf Instagram Kooperation. Also der wird wirklich gut verdienen. Ist auch ein absolut geiler, geiler Job. Ich würde das lieben gerne ausprobieren. So Moderator oder sowas. Ich hätte da immer so Bock. Ich weiß, ich bin da nicht der Beste oder so. Und ich könnte das nicht krass gut. Aber dafür ist man da, um das zu lernen oder einfach auch mal auszuprobieren. Einfach so zu gucken, Digga. Wer würde das nicht gerne machen? Schreibt mal gerne in die Kommentare, wenn ihr das Video seht. Oder schreibt es ihr bitte gerne mal in den Chat. Wer von euch hätte Bock, das mal auszuprobieren? So im TV-Moderation oder so. Ich fände das super, super geil. Sehr gut. Und kämpfen, gibst das Gewicht drauf, kannst du selber raufgeben, mit, dass ich da irgendwas an der Pflaume zerquetsche. Und kurz durchatmen. Kurz durchatmen. Die trockene Pflaume. Kraftübung, dann haben wir es auch schon geschafft. Mit wir meinte ich, ne? Also die Trainerrolle übergegangen. Das ist jetzt sehr schnell in die Rolle des Trainers. Ja, genau. Ja, weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Würdest du den Zuschauern empfehlen, was sie beruflich machen sollen? Na, jeder soll versuchen, das zu machen, worauf er Lust hat. Ich weiß, das geht nicht immer, weil es müssen natürlich viele Menschen auch einfach arbeiten, um Geld zu verdienen, also nur 100 Pro. Geld zu verdienen. Aber jeder hat irgendwo einen Traum und ich finde, jeder sollte versuchen, erstmal seine Träume zu verwirklichen und zu leben. Und immer dran glauben, Träume sind die Vorboten unseres Lebens. Ja, wer nicht an seine Träume glaubt, wird es nie erreichen. Das ist das Entscheidende. Digga. Wunderschön gesagt, Digga. Kann man absolut 1:1 so unterschreiben. Probiert das. Wenn es nicht klappt, könnt ihr immer was anderes machen. Versucht einfach immer an euren Träumen festzuhalten und probiert es immer für eure Träume zu kämpfen. Würde ich genauso unterschreiben, Kai Pflaume. Sich nie abbringen lassen. Mega. Ich finde es echt immer die richtigen Worte. Ja. Würde ich echt mal sagen. Tipptopp. Ja, vielleicht sollte ich das mit dem Fernsehen mal beruflich versuchen. Ja. Stell dir mal vor, ich meine, wenn ich jetzt deinen Oberkörper hätte, müsste ich die Branche wechseln. Tür. Ja. An der Tür. Du, vor der Tür. Mit dem Gesicht wahrscheinlich. Kein Pflaumen mit dem Gesicht an der Tür. Da hat man richtig Angst. Kommst hier nicht rein, ne? Ja, was ich im Fernsehen für Schatten werfen würde. Das Wortspiel. Du hast jetzt ungefähr dreifachen Bizepsumfang von mir. Nee, dreifach nicht. Ach komm, du bist auch ein gut Bizeps. Komm, jetzt messen Sie ihn. Aber trotzdem, guck mal, haben wir ein Maßband? Messen ja, mal, komm. Hier als Erster. Schau mal, was du. Boah, endschwer zu schätzen. Sollen wir meinen? Das kann ich nicht machen, Digga. Guck mal, ob wir ein Maßband haben. Dann messen wir gleich meinen, okay? Sieht aber schon gut aus. Sicher, komm. So, geh mal rüber. Und zwar, close up. Ja. So, hier, was am größten ist. Müssen wir natürlich schauen, was am größten ist. Da oben ist es. Ui. Und anspannen. 33, ja gut. Das würde ich mal sagen, so normale Größe, glaube ich, oder? Bei Männern. Ja. Ja, 33 ist ja nicht. 33, das ist gut. Das war mein gefühltes Alter, aber für den Bizeps. So. Okay. Sascha Huber. Das ist ultra schwer zu schätzen. Ich glaube, Sascha ist so einer von den Leuten, die deutlich kleiner sind, als sie auf Kamera ausschauen. Und dadurch wirken sie auf Kamera muskulöser. Ich würde jetzt mal auf 44 schätzen. Oh, jetzt bin ich nervös. Ja, mehr geht nicht. Ui. Mehr geht nicht. 41. Ja. Ach, krass. Okay, man muss aber auch dazu sagen, er ist shredded. Da ist nicht krass viel Körperfett jetzt dran. Aber das ist schon stabil auf jeden Fall. Aber man denkt, also ich hätte es mehr geschätzt. Passt schon. Ist auch kackegal, wie die Größe. Also es kommt nicht auf... Okay, das... Man sagt dir immer so schön, es kommt nicht auf die Größe an, ne? Sondern auf die Form des Bizeps. Saubere Leistung, Proteinsmoothie. Danke. Direkt nochmal 25 Gramm Proteine reinballern. Dann soll ich mal sagen, messen wir mal ganz kurz meinen Bizeps. Ohne Pump, ohne irgendwas. Und das Ganze muss ich jetzt auch noch selber messen. Was schätzt ihr? Ich schätze deinen auf 40. Oh. Also ich hoffe, dass ich mehr als 40 habe. So, irgendwie so, dass ihr das ja auch erkennen könnt. Ich bräuchte eigentlich jemanden, der das wirklich misst. Warte, ich muss eine 4 holen. Ah, shit. Ach, sie kann nicht. Gut, dann werde ich es jetzt selber messen. Wie misst man denn, wie zum Geier misst man denn eigentlich selber sein Bizeps? Also ich mache es einfach jetzt so, ich lege das hier drunter. Zack, ich hoffe, ihr könnt erkennen, dass das hier auch irgendwie... Ist ja auch scheißegal, was da die Größe ist. Das ist jetzt kein offizieller Wert, okay? So, also, was haben wir? Halt, das muss über den Peak. Wir haben 42, oder? Sieht man das irgendwo? Ja, 42. Tatsache, dann habe ich echt abgebaut, Digga. Ich hatte mal einen 44er. Ohne Pump wohlgemerkt. Sascha Huber hat ja jetzt noch einen Pump, ne? Aber das ist auch völlig egal. Also wie gesagt, ob du 41, 42, 50, whatever hast. Es schaut an jedem anders aus, auch von der Körpergröße. Man sagt dir immer so schön, es kommt nicht auf die Größe an. Auf jeden Fall hat Spaß gemacht, Fan. Wenn ihr jetzt mehr solche Formate sehen wollt, sprich Sascha trainiert, Pump, gerne einen Daumen nach oben da lassen, wenn ihr das feiern würdet. Und schreibt mal rein in die Kommentarbox, wer sich als nächstes ein Workout stellen soll. Hast du eine Idee? Ja, ja. Wer wird da gut reinpassen? Ja, Elias Mbarek wäre gut. Ja? Ja, interessant. Der ist auch sehr fit. Ja? Ja, fände ich gut. Wie heißt der TV-Moderator? Der wäre krass, Daniel Aminati. InScope wäre klasse, Nico. Ja? Ja, oh, völlig ausgestört.
Ja? Komplett eskalieren. Ja. Und ganz wichtig ist noch, neben dem nächsten Gast, abonniert sein Instagram. Weil da ist er wirklich noch sehr schwach. Alright, sehr stabiles Video auf jeden Fall. Bin mal gespannt auf das neue Format dann mit den Leuten und den Fragen, wie die Leute sich dann schlagen. Finde ich auf jeden Fall ein cooles Format. Sascha Huber, wie heißt das dann? Trainiert Ehrenpflaumen. Sascha Huber trainiert dann bald bestimmt InScope oder so. Hätte ich auch Bock, Digga.